Nach 2 Wochen Sendepause sage ich herzlich willkommen bei Gekocht, der beste Kochchannel auf YouTube. Ja, ich wurde schon angeschrieben, ob denn die Woche ein Video kommt. Ich sage natürlich ja. Auch ich habe mir mal Urlaub verdient und wir waren weg. Deswegen kam auch kein Video. Ich hätte es zwar auch vorproduzieren können, das wollte ich aber nicht, weil denn doch jede Woche immer mal ein paar Fragen kommen, beziehungsweise ja, irgendwelche Anregungen, die ich natürlich auch immer so schnell wie möglich eingehen möchte. So, wir machen heute Paprika, gefüllte rote Paprika, wie auch immer, nach Uromas Art. Bitteschön. Ja, dafür brauchen wir natürlich auch Zutaten. Mal ganz kurz gucken hier, jawohl. Und die stelle ich euch natürlich jetzt vor. So, ihr Guten, und zwar brauchen wir gehacktes Paprika, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Tomatenmark und dazu noch Wasser, Butter und Mehl. Ja, wir fangen damit jetzt an, die Paprika erstmal zu säubern, innen drin auszuhüllen, entkernen, ach wie auch immer. Wir machen sie leer und packen dann das gehacktes rein, wenn wir es gewürzt haben. Das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. Ja, ihr Zorten, und zwar fängt man damit an, die Paprika natürlich erstmal zu waschen, das habe ich jetzt schon gemacht. Und jetzt entnehmen wir das Kerngehäuse. Ich mache es immer so, warte mal, ich zeige euch das mal am besten so hier. Ich schneide immer einmal hier lang. Warte, ich muss mal das Messer anders nehmen. So, einmal hier so am Kerngehäuse entlang. Zack, dann haben wir jetzt hier so einen Ring. Und dann folgendes, Moment, mein Drecktuch. Und zwar drücke ich jetzt mit dem Daumen einmal hier rein. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, ja, scharf. So, dann nehme ich das einfach mal raus, wenn es denn möchte. Und dann haben wir schon mal das ganze Kerngehäuse hier in der Hand. Und dann, es bleibt dann nicht mehr viel übrig. Das müssen wir dann noch mal ein bisschen rausfummeln. Weiß nicht, ob ihr es seht. Jawohl. So, und das entnehmen wir noch so mit den Fingern. Oder könnt ihr auch ein bisschen rausschneiden. Und dann ist das natürlich alles sauber. Ja, und dann, das machen wir jetzt mit allen logischerweise. Ja. Sauber. Das machen wir jetzt mit allen, dann würzen wir unser gehacktes. Also ich mache die jetzt erstmal fertig, ich enthülle die erstmal und dann sehen wir uns beim gehacktes gleich wieder. So, wenn die Paprika geputzt sind, dann wenden wir uns zur Zwiebel. Ich habe die jetzt schon mal geschält. Die machen wir natürlich jetzt in kleine Würfel und packen die dann bei dem gehacktes mit dazu, was wir dann auch gleich sofort würzen werden. Naja, jetzt machen wir die Zwiebeln in kleine Würfelchen. Natürlich hier wieder immer als kleine Messer. Da würde man in der richtigen Küche nicht weit kommen. Da braucht man schon etwas Größeres. Aber wir sind ja hier zu Hause und nicht in der Großküche. Achso, und das Video mit der Gewürzpaste, was ich nun den User Georg versprochen habe, das kommt auch noch. Ja, ich habe es, wie gesagt, auch durch meinen Urlaub nicht wirklich geschafft. Sei mir da nicht böse, mein Guter. Das kommt alles noch. So, das haben wir. Hoppala, war ein bisschen laut. Jetzt machen wir das jetzt mit unserem Gehacktes dazu. Und bei dem Gehacktes jetzt machen wir noch Salz und Pfeffer dran. Sehen wir mal frisch hier aus, vom Mühle. Hier schmeckt das besser. Dauert noch ein bisschen länger. Aber egal. So, sollte reichen. Und jetzt machen wir hier noch Pfeffer. Ich weiß, das Video seht ihr auch am Mittwoch. Also heute für euch. Aber für mich ist heute Montag. Ja. Und ich habe mir auch schon mal was einfallen lassen. Also das heißt einfallen lassen. Also es wird für mich, für euch ein 100 Abonnenten Special Game, andere würden vielleicht lachen, andere YouTuber, die machen da ab 1000. Mir ist egal, ich mache ein 100 Abonnenten Special und dann wird es dann auch was zu gewinnen geben. Was? Verrate ich noch nicht,
Das gibt es dann, wenn die 100 Abonnenten erreicht sind, gibt es ein Video. Da können wir natürlich dann auch was gewinnen. Jetzt machen wir hier, ach, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ein Ei. Aber ich schreibe euch ja nachher die Zutatenliste oder unten die Videobeschreibung. Wir machen jetzt noch ein Ei dran. Sollte eigentlich reichen. Wir können auch zwei machen. Und dann füllen wir unsere Paprika. Ja, wir machen ein Ei dran. Zack, reicht auch. Ein bisschen Bindung, der Rest macht das Gehacktes von alleine. Ha! Aha! Ja, kneten, füllen, viel Spaß! So, Gehacktes ist genug. Jetzt machen wir das hier auch schön rein und schön rein pressen, dass die Luft auch ordentlich rausgeht. Wir wollen ja auch eine ordentliche Bindung in der Paprika haben, so eine Straußfell beim Braten. So. Ruhig oben ein bisschen rausgucken. Das macht nichts. So sieht es aus. Dann haben wir das alles haben wir. Bei den jetzt sind es nur noch 5 Paprikaschoten. Eine war innen drin faulig. Die nehmen wir natürlich dann auch nicht mehr. Ja, und das machen wir mit allen 5 jetzt und dann sehen wir uns gleich am Herd wieder. Und wenn das soweit ist, nehmen wir uns hier so einen großen Titel oder Bräter, Brat, was ich wie hier immer. Nehmen wir jetzt hier so ein schönes Stückchen Butter. Machen das hier rein, lassen schmelzen und braten unsere Paprikaschoten erstmal an und löschen die dann ein bisschen mit Wasser. Könnt auch Fleischbrühe nehmen, Gemüsebrühe, das was ihr da habt. Ich nehme jetzt Wasser, der Geschmack kommt nachher sowieso von ganz alleine. Tomatenmark, ja, machen wir dann auch gleich nach dem Anbraten mit rein zur Bindung und für den Geschmack. Ja, in der Zeit, wo die Butter hier vor sich hin schmilzt, habe ich mal noch eine Bitte an euch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne an Rezepten möchtet. Und ob euch solche Tipps-Videos eventuell noch interessieren würden, dann mache ich natürlich noch welche. Ja, lass uns mal weitermachen hier. Nicht dumm schnacken, weitermachen. So, die gute Butter. Schau mal, erst mal hier, ich habe jetzt hier so eine schöne Zange. So, jetzt können wir uns schon mal ein paar Paprikaschoten nehmen. Ich mache jetzt immer 2 oder 3 Stück zum Anbraten erstmal. Ich brate mir erstmal hier so die gehackte Seite an und dann die Paprikaschoten an sich. So, ja, da passen sogar alle rein. Ja. Okay, passt. Ja, wenn wir das jetzt so weit haben, können wir erstmal das Wasser. Jetzt gerade mal ein bisschen hoch rein hier. Das lassen wir jetzt erstmal schön für eine halbe bis Stunde kochen. Und dann können wir uns nämlich nachher der Soße widmen. Aber wir machen jetzt erstmal trotzdem noch Salz noch dran. Salz und Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver. Dass die Brühe schon mal etwas Würze reinbekommt. Der Pfeffer hier. Zack. Jetzt noch etwas Paprikapulver. Ja, das lassen wir jetzt eine Stunde kochen. Und dann sehen wir uns nachher bei der Soße wieder. Ja, die Stunde ist jetzt rum. Jetzt nehmen wir erstmal die Paprikaschoten raus. Und machen erstmal aus dem Fond eine vernünftige Soße. Das machen wir. Mach schön langsam. Kochend heißer. So. Wenn wir das jetzt haben, machen wir jetzt ein Stück Butter herein. Ich habe euch ja schon mal das Verhältnis erklärt mit der Mehlschwitze. Immer gleichen Teil Butter und Mehl nehmen und dann wird das eine perfekte Mehlschwitze. So, ihr guten Mehlschwitzer Ahoi. So, das wird schön einstäuchen, dass es nicht klumpt. So, jetzt haben wir schon mal unsere Mehlschwitze fertig, ja? Jetzt können wir nämlich langsam unseren Fond wieder hinzugeben. Und schon haben wir die ganze Sache abgebunden.
Wenn es jetzt noch ein bisschen flüssig sein sollte, macht das nichts. Dann nehmen wir sowieso noch mal für die Farbe und für den Geschmack. Jetzt lassen wir mal kurz aufkochen. Und Tomatenmark nehmen wir jetzt schon mal, dass wir es gleich bereit haben. So schön aufkochen lassen. Jawohl, das passiert jetzt schon. Genau. So, und jetzt machen wir noch unseren Tomatenmark dran. Also ich kann in dem Fall hier eigentlich schon die ganze Tube nehmen. So, jetzt kriegt das auch schon alles wieder die rote Farbe, die übliche. So, dann noch abschmecken. Konsistenz von der Soße her gefällt mir sehr gut. Salz noch abschmecken, Salz, Pfeffer, vielleicht etwas Zucker. Noch ein bisschen Paprikapulver und schon ist der ganze Spaß fertig. So schnell geht das ja. So, nochmal schön aufkochen lassen. Probieren. Perfekto. Ich brauche auch nichts mehr machen. Das ist genau so, wie ich es mache, wie ich es haben möchte. So, ich kann mir schon ausmachen. Jetzt lege ich meine Paprika damit rein. Und dann gibt es gleich noch ein Endbild, wie es aussieht. Und da war es eigentlich schon gewesen für diese Woche. Und nächste Woche wieder einschalten. Abonniert den Kanal, verpasst keine Videos mehr, indem ihr die Glocke aktiviert. Ja, was soll ich dazu nur sagen? Es gibt noch ein SN-Produkt auf dem Teller. Wie gesagt, macht Reis dazu, Kartoffeln, wie ihr es gerne möchtet. Ich bin damit fertig und das sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Tschüss, euer Micha.